in dem Fall herzlich willkommen bei Homeland Experience. Ich bin der Alan und wir sind gerade auf der Rückreise von der Côte d'Azur und hatten in der ersten Woche eine Tour mit einem ganzen Haufen kleinen Jimmys und sind dann runter an die Côte d'Azur gefahren und haben dann eine neue Tour entwickelt, und zwar die Westalpen Classics beziehungsweise eigentlich so eine südliche Verlängerung. Und ich mache hier heute ein Video auf der Rückreise, um einfach auch ein paar Eindrücke zu schildern. Wie ist es in der Gegend? Was kann man da tun? Wie hat sich auch dieses Auto hier so geschlagen? Und ja, da denke ich, ist einiges dabei für diejenigen, die ja in diese Richtung auch mal fahren wollen. Und los ging sie, die Reise über den Gotthardpass und die Tremola-Passstraße bis nach Italien an den Lago Maggiore. Und aufgrund des starken Regens, den wir hatten, hatten wir hier erhebliche Probleme auf den Pfaden. Beziehungsweise die Suzuki Jimneys sind durch die Hohlwege relativ einfach gefahren. Allerdings die schweren Fahrzeuge, in dem Fall war das nur der Land Rover Defender, hatte schon Schwierigkeiten, obwohl wir Mud-Terrain-Reifen drauf hatten und Sperren eingelegt haben, war es nicht ganz einfach, den Suzuki Jimneys hinterherzukommen. Ein fester Bestandteil unseres Tages ist ein anfahrbarer Berg direkt oberhalb des Lago Maggiore. Nur leider hatten wir aufgrund der widrigen Bedingungen auf den Pisten große Schwierigkeiten, die Fahrzeuge durchs Gelände zu bringen, und sind deswegen nicht vor Einbruch der Dunkelheit auf den Aussichtspunkt gekommen. Dennoch war es wunderschön, von oben auf den Lago Maggiore zu schauen. Wir haben uns fest vorgenommen, am nächsten Tag das Ganze nochmal bei Tageslicht nachzuholen. Was gibt's Schöneres als einen wunderbaren Kaffee beim Aufstehen und danach direkt aufsatteln und ins Gelände einsteigen? Wie am Vorabend geplant, war das erste Ziel der Aussichtspunkt oberhalb des Lago Maggiore. Erstmal führen unsere Pfade durch Birkenwälder und dann auf eine Hochfläche mit bester Aussicht. Die Aussicht des Lago Maggiore lädt zum Verweilen ein. Nach einer kurzen Kaffeepause und ein bisschen Aussicht führt uns der Weg wieder runter ins Tal. Auf der Autobahn geht's weiter nach Turin und in unser Offroad-Gelände in der Nähe des Pos. Hier erwarten uns ein paar spannende Wasserdurchfahrten in den Seitenarmen. Wir durften relativ schnell feststellen, dass der Hauptarm viel zu tief ist aufgrund der vergangenen Regenfälle. Wie gewöhnlich lassen wir den Tag am Lagerfeuer ausklingen, trinken ein Bier, grillen und freuen uns auf die nächsten Tage. Nach der Tagesbesprechung erstmal Baumfällen. Weiter führt uns der Weg Richtung Berge. Das erste Ziel war der Weg zum Col del Colombardo, und über eine relativ leichte Schotterpiste bis auf den Sattel.
Gestärkt geht es weiter Richtung Tal, Richtung Susatal. Der Weg vom Col del Colombardo ist leicht zu bewältigen, leichte Schotterpisten, viel Spaß. Unser heutiger Übernachtungsplatz ist in der Nähe des Monte Jaffro. Da wir in den Westalpen sind, muss dieser auch definitiv angefahren werden. Und natürlich fahren wir die 800 Meter vollkommen unbeleuchtete Galleria de Segure. Unser heutiger Spot befindet sich im Cisone-Tal und wie es auch anders bei Schwaben sein könnte, gibt es Linse mit Spätzle zum Abendessen, direkt gekocht auf dem Feuer. Ein weiterer absoluter Klassiker ist die Assieta-Kammstraße. Wer sucht, findet auch die entsprechenden Stellen, die richtig Spaß machen. Nicht zu unterschätzen sind die Abfahrten nach Ulux über den Lago Nero. Im direkten Anschluss führt uns der Weg ins Val Argentera. Danach über den Col de Vars und Briançon bis ins Uvaetal. Wir beziehen Stellung am Lac de Saint-Brosson und fahren einige nette Runden im Ubaye-Tal. Hier zu sehen eine alte Eisenbahnverbindungsstrecke mit altem Tunnel. Der Lac de Saint-Brosson ist die Côte d'Azur der Alpen, weshalb wir beschließen, gleich 2 Tage am See zu verbringen. Hier zu sehen die alte Eisenbahnbrücke, die vor Flutung des Lac de Saint-Brosson als Eisenbahnstrecke diente. Nach ein paar entspannten Tagen führt uns der Weg zurück zur Verdun-Schlucht, wo wir direkt wieder in die Erkundungstour einsteigen. Abseits der ausgetretenen Pfade und etwas weiter von der Verdun-Schlucht finden sich wieder tolle Pisten, die man fahren kann.
Ein altes Observatorium dient als Einstieg zu einer Piste, die direkt über den Berg führt. Und auch Wasserdurchfahrten lassen nicht lange auf sich warten. Endlose Pisten, wunderschöne Stellplätze, all das bietet die Gegend um Briançon. Sind die Westalpen also nach wie vor ein lohnenswertes Ziel? Wir sagen ja. Komm mit, wenn es wieder auf Reise geht mit Overland Experience.